Die Kaiserpfalz ist täglich geöffnet und es gibt stündlich Führung. Mittlerweile dürfen auch die Mädels unser Gymnasium besuchen. Der bekannte SPD-Politiker Sigmar Gabriel hat hier sein Abitur gemacht. Guck mal da vorne, ein riesiger Turm. Wie dick sind wohl die Mauern? Wir stehen nun vor einer der größten noch erhaltenen Toranlagen Europas. Und direkt vor uns steht der Risslingsturm. Er ist 47 Meter hoch und seine Mauern sind circa 2 Meter dick. Es ist der Befestigungsturm dieses Stammtores. Schräg rechts vorne, das ist die Torkaserne, der Werderhof. Dort lebten die Söldner mit ihren Familien. Zwischen Torkaserne und Risslingsturm war das äußere Stadttor angeordnet. Es ist im 19. Jahrhundert für einen besseren Verkehrsfluss abgerissen worden. Das innere Stadttor ist bis heute erhalten. Es ist schräg links hinten zu sehen. Oberhalb des Tores sieht man sogar noch Führungen für ein schweres Eisengitter, welches die Stadt vor Eindringlingen schützen wird. Das Rosentor ist leider nicht vollständig erhalten. Doch hier auf der linken Seite ist noch der Ansatz des inneren Stadttores und ein Stück Stadtmauer in Originalhöhe mit Wehrgang zu erkennen. Auf der rechten Seite steht der Befestigungsturm dieses Stadttores, der Achtermann. Er stammt aus dem Jahre 1508. Das Hotel wurde um 1900 an dem Befestigungsturm angelegt. Hier kann man auch noch sehr schön den Ansatz der Stadtmauer und den Wehrgang in Form des Balkons sehen. Der Wehrturm stammt aus dem 13. Jahrhundert. Er hat 6 Etagen. In jeder Etage ein Zimmer. Und er ist bis heute bewohnt. Schaut mal die Bäckerbilde. Die waren sicher reich, die Bäcker. Direkt vor uns befindet sich das Gildehaus der Bäcker. Die heutige Industrie- und Handelskammer. Das Gildehaus ist gebaut worden im Jahre 1501. 56 Jahre später wurde es um das Obergeschoss erweitert. Bis heute ist es in einem sehr schönen Zustand und lässt noch heute erahnen, dass die Bäckergilde nicht die ärmste der Stadt war. Die Türme sind unterschiedlich. Die Türme gehören zur Marktkirche, der Hauptkirche der Stadt. Sie wurde geweiht im Jahre 1151. Im Nordturm, das ist der linke, war immer ein Türmer untergebracht. Das war der Brandwächter der Stadt. Außerdem musste er Alarm geben, wenn die Stadt angegriffen wurde. Die Kirche ist täglich für Besucher geöffnet. Wir überqueren nun die Dose, der kleine Fluss, der unserer schönen Stadt einst den Namen gab. Ursprünglich hieß das hier Lager an der Dose. Ursprünglich floss die Dose hier in 5 Armen durch das Tal. Auf den Anhöhen zwischen den Flussläufen haben die Menschen gesiedelt. Sie haben ihr Trinkwasser direkt aus dem Fluss entnommen. 1151 wurde dann in Rammesberg der ratstiefste Stollen aufgefahren. Ein Wasserlösestollen, und der hat dafür gesorgt, dass Schwermetalle ins Trinkwasser gelangt sind. Und dieses war über Jahrhunderte hinweg schwermetallbelastet. Jetzt kommt ein Sommerhaus für Kaiser. Das ist die Attraktion hier in Goslar, das Kaiserhaus. Der größte Profanbau nördlich der Alpen. Kurz nach 1000 wurde es von Heinrich III. Errichtet und über 250 Jahre lang haben hier auch Reichstage und Fürstenversammlungen stattgefunden. Die Gleise verlaufen im äußeren Graben der mittelalterlichen Befestigungsanlage. Die Dampflokomotive ist hier eher selten zu sehen.
Die Harzquerbahn startet im Ostharz. Das Eckhaus auf der rechten Seite ist das Hotel zur Börse. Es wurde 1573 von einem Glocken- und Geldgießer errichtet. Der Mann hieß Magnus Karsten und zu Geld gekommen ist er, weil er zuvor das Taufbecken der Marktkirche gegossen hat. Das Haus ist im Renaissance-Stil gebaut. Das Eckhaus auf der linken Seite mit den roten Zwinkersteinen ist das Stammhaus der Familie Siemens. Dort, wo der Parkplatz ist. Auf den ersten Blick ganz unscheinbar. Doch dort hat 1728 ein Schneider gepunkelt und so den ersten großen Stadtbrand entfacht. Genau deshalb hat man dort nie wieder gebaut. Das Feuer hat über Tage gewütet. Über 200 Häuser, darunter 50 Brauhäuser und auch eine Pfarrkirche fielen den Flammen zum Opfer. Darum hört man nicht Feuerspuren. Hier auf der linken Seite ist sehr schöne Bausubstanz aus dem späten 16. und dem frühen 17. Jahrhundert erhalten. Des Weiteren hier auf der linken Seite die St. Emilien-Kapelle und sie stammt aus dem 12. Jahrhundert. Wir fahren hier oben schon ins Bezirk Markt. Dieser war deutlich größer als der Marktplatz an sich und überall dort wurde Handel getrieben. An den Straßennamen vom Marktbereich lässt sich bis heute ablesen, wer einst wo Handel getrieben hat. Es gab aber auch immer ein wenig Silber und ein bisschen Gold. Auf eine Tonne Erz gab es ca. 150 Gramm Silber und 1 Gramm Gold. Das klingt nach nicht so sehr viel. Ich bin auf alle, wann wir mal wieder hin.